Leute, hier ist Black. Ja, gar so. Und heute geht's weiter mit G.I. Joe und zwar diesmal aber aus der Vergangenheit, aus den 80ern. Das sind leider die 6 einzigen Figuren, die ich besitze, original verpackt, also ausgepackt. Im guten Zustand besitze ich verdammt viele Figuren, also in kleinen Tütchen eingepackt aus den 80ern. Und wir hatten ja schon mal ein Video gemacht, das waren aber quasi Neuproduktionen. Halt ja, die alten Card-Designs und die älteren Figuren. Weil das sind zum Beispiel, diese und diese Figur haben sie zum Beispiel nochmal neu rausgebracht, aber die Figuren nicht. Die gab es nicht. Das sind also original die 80er-Jahre-Figuren und ja, das Gummi ist wirklich schlecht, was da drin ist. Also das geht wirklich nach und nach kaputt und da sind auch schon Gummis kaputt. Deswegen hoffe ich, dass die Figuren irgendwie noch dann, ja, halten. Dann komme ich mal zur ersten Figur für heute oder das Two-Pack. Und da seht ihr schon, so, hier das Gummi, der steht wirklich nur noch, dann hält er sich hier so. Der ist definitiv kaputt. Der ist natürlich so ein bisschen zur Seite geneigt, ne? So, ja. Das ist eine schräge Haltung. Ja, ja. Genau. Knockdown und Dozer. Ja, wie auch immer, ist egal. Ja, einzeln gab es die Figuren natürlich auch. Ich hatte diese Figur zum Beispiel in den 80ern damals von meinem Opi geschenkt bekommen. Mhm. Einzelpack, Einzelfigur. Das ist das einzige Two-Pack. Ich kann mich auch gar nicht an Two-Packs erinnern. Ich habe das ganz günstig mal bekommen. Ein Pack hier, die Waffe gehört definitiv zu ihm und der Helm und diese Feuerwaffe-Laser gehört zu ihm. Kann man ja auch sehen an den Bildern. Schön fand ich ja immer, dass auf jeden Fall diese Bilder dabei waren bei den Figuren. Ja, dieses Two-Pack gab es hier bestimmt noch mehrere Varianten. Genau, es gab noch der und es gibt auch, also es gibt auf jeden Fall noch mehrere Two-Packs, wo die Figuren dabei sind. Hier, welche Figuren es gab. Von wann ist das? Da von Hasbro 1987. Mhm. Ist auch schon ein bisschen alt. Klar, die Gummis dann irgendwann auch mal kaputt gehen. Hier ist die BIOS dazu. Aber trotzdem, ich finde das gerade mit dem Artwork, mit diesem Design halt auch hier ist so verzerrt, so wie Computer, so ein bisschen. Ich finde das halt sehr, sehr schön, sehr, sehr stylisch. Ja, dann kommen wir zu dieser Figur hier. Das ist der große, gute Road Pick. Road ist Straße, Pick ist Schwein. Straßenschwein? Passt ja irgendwo, ne? Der sieht mich aus, wie als ob er aus Mad Max kommt. Ich meine, hat ihn ordentlich gepumpt, gar keine Frage, hat einen militärischen Schnitt und hat einen Straßenhammer, eine Mini-Hand-Armbrust mit vielleicht Sprengladung drauf und hier so ein Football-Panzerkit. Also ist ganz cool. Sieht der Hammer ist da mit einem Betonstein. Betonstein, ja, deswegen auch hier Road, ne? Straße, deswegen sage ich ja Mad Max-Style so ein bisschen. Gefällt mir sehr gut. Die Figur finde ich witzig und ich finde auch dieses Artwork verdammt gut einfach. Mir gefällt es. Mir gefällt auch, denn das ist die Originalkarte mit dem Weiß und ja, also das ist auch, guck mal, welche Figuren da in der Line sind. Ach, jetzt guck mal, jetzt geht mein Telefon. Mhm. Das sollte ja jetzt dann nicht gehen. Ich guck mal einfach kurz eben drauf, seid mir nicht böse. Bin sofort wieder da. Das ist meine Mutter, da werde ich mal zurückrufen. Nachher, wenn ich Zeit habe, melde ich mich manchmal bei ihr. Nach dem Video, das mache ich noch eben zu Ende, dann rufe ich mal kurz zurück. Ja, wen haben wir als nächstes? Ja, der ist übrigens, denke ich mal, einer von den Bösen, obwohl hier nicht drauf steht auf Cobra. Ich weiß es gar nicht. Ja. Bei denen hier steht es auch nicht drauf. Bei denen auf jeden Fall. Nein, weil ihr habt ja die Guten, die G.I. Joes, klar, und die bösen Cobra-Agenten. Der hier ist auf jeden Fall ein böser Cobra-Agent. Den hatte ich auch damals als Kind, habe ihn immer noch, sogar noch komplett mit seinen ganzen Zubehör. Hier hat er so eine Art Visier auf, die er sich so aufsetzen kann. Also schön, der Junge ist auch schon ganz schön schwitzig, ne? Also ja, der ist schon schwitzend, der glänzt. Und wahrscheinlich ist, selbst wenn das Gummi gerissen ist, sitzt das aber hier so bombenfest, dass da nichts passieren kann, ne? Beigepackt hier die Waffe. Hier sind ein paar Objekte noch dabei. Und natürlich hier ist das 80er, ne? Da ist der Laserpointer, hier ist die Waffe. Also es muss immer alles schießen, bis zum geht nicht mehr, ne? Oh, guck mal, wie alt diese Kartenvariante ist. Das ist aber dann auch keine amerikanische Night Viper, also Viper. Nachtschlange. Das ist irgendeine, frag mich nicht woher, von welchem Jahr? Mexiko, China, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall uraltes Teil. Aber ich weiß nicht, müsste ja auch aus dem Jahre 86 irgendwo stammen. Ich gucke jetzt gerade, wo das hier aussteht. Ist das hier 87, irgendwie 287? Das könnte das Datum sein irgendwie. Ich weiß es aber nicht. Aber es ist definitiv eine alte G.I. Joe-Figur.
Ja, dann kommen wir zu mal einer Figur, den fand ich definitiv super genial. Muskrat, Swarmfighter, also Sumpfkämpfer auf jeden Fall. Fand ich mega cool. Mir hat dieser Charakter sehr gut gefallen. Ich habe aber eine andere Variante. Und zwar habe ich diese Figur als Spielzeug. Und da ist diese Waffe zwar hier schwarz. Beigepackt hat er hier aber noch ein Messer. Wo ist das denn? Das kann man hier gar nicht... Ist hier irgendwo das Messer noch? Weil er hat nur normal so ein Buschmesser. Mein Buschmesser war damals blau. Ich glaube, das ist gar nicht hier... Doch, da oben. Genau, da ist es. Deswegen habe ich mir das Problem. Ihr seht hier, das Buschmesser ist hier in Silber. Ja, und meins war damals in hellblau. Ich habe das mit aus der Kindheit. Genauso wie dieses Surfbrett, was er hier hat, was er hier unter den Füßen hat, hatte bei mir nämlich noch da so einen roten Streifen so drin. Mhm. Ich weiß, weil ich habe die noch in der Schublade liegen. Deswegen wundert es mich nicht. Die ist eine andere Auflage von diesem Sumpfkämpfer. Ich fand das super geil, weil ich mag schon diese, immer in Videospielen, diese Schrotflinten halt, diese Pumpguns, diese Pump-Action. Fand ich super genial, dass er die dabei hatte. Und ich fand auch das Design mit dieser Weste, mit den muskulösen Armen. Schön sind die Figuren natürlich auf jeden Fall zum Spielen als Kind gewesen, weil die hattet hier mehrere Funktionen, wie ihr den bewegen konntet. Und guck mal, das ist meine Hand als Erwachsener. Natürlich ist die Figur jetzt für mich zu klein. Ja, klar. Aber wenn du das mit Kinderhänden anfasst, sind genau wie die Star Wars-Finger. Ja, viele meckern, ach ja, wenn die neuen Star Wars kommen, viele stehen ja auf die 6-Inch-Finger von Star Wars. Ja, klar, wohl, die sind für Erwachsene. Da auch ein bisschen nachgelassen haben. Weil auch, die sind jetzt oft reduziert drin. Ja? Ich glaube, die werden nicht so gut verkauft. Nee? Okay, weiß ich nicht. Da ich, also ich weiß es nicht, weil also ich finde, man muss das immer aus Sicht eines Kindes sehen. Mhm. Klar, als Erwachsener ist eine größere Figur zum Hinstellen. Auch schöner, aber es ist eine Kindervariante, ne, wie die Star Wars Figuren. Und ihr habt Kinderhände damals gehabt und da waren so Figuren groß und es war schön damit zu spielen. Ja, muss man mal so sehen. Auch hier diese Art von Karte, frage mich nicht, wo das ist. Ja, das ist ein uraltes Ding. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Figur für heute. Da haben wir den guten Croc Master. Natürlich Croc Master. Croc ist klar, ne, Krokodil. Oh, guck mal, der ist auch schon hier. Der ist auch schon kaputt. Hat hier einen Gürtel dabei gepackt, hat hier ein Lasso im Prinzip, wo er sein Krokodil dressieren kann. Und ach, dieses Krokodil, ne? Ich finde das einfach so toll. Es ist einfach nur ein billiges Plastikkrokodil, was noch nicht mal das Maul aufmachen. Ne? Sieht ziemlich billig aus, ich weiß, aber ich finde es super. Aber der Junge ist ein Fetischclub, ne? Der ist bei den Cobra-Typen, die sind alle in Fetischclubs unterwegs. Also der ja auch. Also die müssen. Dann guck dir mal die Maske an. Und da vorne mit dem Schlauch hier, ne, das Schnüffelstück hier vorne, also der braucht das. Warum braucht ein Sumpfkämpfer? Ja, das Outfit so als Krokodil mit den Stiefeln ist cool, gar keine Frage. Warum braucht der eine Art Gasmaske mit Schnüffelstück dran? Ja, weil das braucht, weil er ein Böser ist. Ich weiß es nicht. War aber witzig. Vielleicht, weil der Krokodil fährt, kann er damit tauchen, ne? Könnte man vielleicht. Ach, das könnte sein, dass das eine Tauchermaske sein sollte, dass er dann quasi so ein bisschen im Sumpf, das ist natürlich durchaus möglich. Dass er im Sumpf dann quasi mit dem Krokodil, mit dem Alligator ringt und den dann quasi bezwingt. Und ja, die neuere Variante, die habe ich ja auch auf Karte, da kannst du denn das Maul vom Krokodil auf und zu machen. Ja. Finde ich aber, ich bin Retro, ne? Ich bin auch Kind der 80er. Also ich mag dieses Design einfach und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Auch diese Art von Karte. Naja, 87. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Chile? Ich weiß es nicht, woher die kommen. Ja, und dann kommen wir zu einem von diesen beliebten Figuren. Ja, das ist, ne, und der ist auch bestimmt das Gummi gerissen, aber der klebt da schon. Das ist halt der gute Storm Shadow. Ja, diese ganzen Ninjas waren auf jeden Fall sehr beliebt. Und ich meine, dass das dieser Storm Shadow müsste, glaube ich, eigentlich, ist das von J.J. Joe oder ist das ein Böser? Da würde er irgendwo Cobra-Zeichen haben. Nur dann wird das wahrscheinlich International Hero. Also dann wird er auf jeden Fall ein guter sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, diese ganzen Ninjas waren sowieso beliebt. Ich meine, du hattest Soldaten, du hattest Ninjas und gerade zu dieser Zeit war ja hier dieser American Fighter. Kennst du auch die Filme mit Michael Dudikoff und sowas, genau. Ne? Weißt du, wie ich das dann nachgespielt habe? Ich hatte wirklich 3-4 Ninjas, ja, auch egal, ob die gut oder böse waren, das war mir ja vollkommen egal. Und hatte eine Menge an Soldaten und dann habe ich da gespielt, dass quasi die Ninjas dann ja gegen die Soldaten dann geschlichen sind und haben die einzeln ausgeschaltet und so. Was man als Kind dann einfach so spielt und das war natürlich toll. Guck mal, was die dabei hatten. Erstmal konntet ihr die aus dem Schwitzkasten nehmen und so. Guckt euch mal den Bogen an. Hier ist das auch abgebildet mit den ganzen Pfeilen. Hier hat er die ganzen Pfeile dabei. Irgend so eine Wolverine-Kralle hier wie Vega. Vega in Street Fighter oder hier das Katana dabei. Also
wunderschönes Spielzeug, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich liebe einfach diese G.I. Joe-Figuren. Leider besitze ich nur die original aus den 80ern. Und ganz, ganz viele haben auch schon mal ein Video darüber gemacht. Auch die beiden Figuren als neuere Variante. Ich glaube von 2008 oder so waren sie. Oder 7, ich weiß es nicht. Ja, das war jetzt meine kleine G.I. Joe-Sammlung aus den 80ern. Ich hoffe, dass mal immer noch welche hinzukommen, weil so teuer sind sie nicht. Also es geht. Ja. Vielleicht zahlt ihr dafür 18 bis 20 Euro. Also so mehr sollte gehen. Das geht, ja. Ist halt nur schwierig, sie aufzufüllen, einen guten Kurs, weil dann gibt es auch wieder welche, die 80 Euro dafür haben. Ja. Und das ist wieder übertrieben. Also ne, immer die Kirche im Dorf lassen. Genau. Gut. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Ja. So, mal bis dann. Bis dann. Ciao.